Ho, 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 meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem 10. Türchen des Highlights Adventskalenders. Heute mit einem Sachbuch und zwar von James Clear, die 1% Methode. Minimale Veränderung, maximale Wirkung. Ein Buch, was mir von einer lieben Freundin Anfang des Jahres empfohlen wurde. Sie hatte es auf Englisch gelesen und ich war dann total neugierig, was es mit der 1% Methode auf sich hat. Ich habe das Buch ursprünglich gehört, habe es dann nochmal so ein bisschen durchgearbeitet, beziehungsweise damit begonnen, habe auch ein paar Markierungen vorgenommen und ich war total geflasht von den Ansätzen in diesem Buch. Denn James Clear erzählt uns eben, ja, wie der Mensch im Grunde funktioniert, wenn es um Veränderungen geht, um Gewohnheit, um Routinen, was zu tun ist, wenn man eben eine neue Gewohnheit etablieren möchte, wenn man eine neue Routine für sich gewinnen möchte, dass das eben nicht einfach so einfach ist, wie es in der Theorie klingt, sondern dass tatsächlich da gewisse Mechanismen im Körper, im Geist, im Kopf, im Grunde bewegt werden müssen, damit eben eine neue Gewohnheit eben auch eine Gewohnheit wird. Und dass der Mensch eben ein Gewohnheitstier ist, wie man so schön sagt, das wissen wir wohl alle. Es gibt ja auch diese Theorie, dass gewisse Gewohnheiten 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage brauchen, dass es wirklich darum geht, etwas regelmäßig zu tun, täglich zu tun, es zu verknüpfen. Das erzählt uns im Grunde James Clear auch. Das Besondere an seinem Buch war für mich aber tatsächlich die Erkenntnis, dass ich nicht einfach eine Gewohnheit haben möchte, damit ich die Gewohnheit habe, sondern für mich war wirklich so der Mindchanger, dass ich, also der Gedankenveränderer, dieser Punkt, dass ich eben ein Mensch werden möchte, der etwas tut. Also zum Beispiel, man möchte jetzt jeden Tag spazieren gehen, eine Gewohnheit, die ich ja in diesem Jahr etabliert habe, dann nehme ich mir eben nicht vor, jeden Tag spazieren zu gehen, sondern ich sage, ich möchte ein Mensch werden, der gerne spazieren geht, der gerne die Natur erlebt und dass ich eben zu diesem Mensch werden möchte. Nicht des Spazierens wegen, sondern eben der Mensch und alles, was dran steht, wenn ich eben ein Mensch werde, der in die Natur geht und dass man sich das vorstellt. Und zudem soll man eben kleine Schritte machen. Also es beginnt damit, diese 1% ist eben nicht gleich, ich laufe einen Marathon, sondern ich fange an und ziehe einfach mal meine Laufschuhe an. Und dann fange ich an am zweiten, dritten Tag und laufe mal bis zur ersten Kreuzung. Und immer kleine Schritte, also immer steigern, immer merken, dass wenn etwas in einen übergeht, dass man dann eben so den nächsten Schritt macht und dass man eben so einen Marathon als Beispiel eben nicht von heute auf morgen läuft, sondern er eben klein anfängt und dass man eben dann meist selbst merkt, wenn man denn mal angefangen hat, dass man dann nach der ersten Kreuzung auch denkt, naja, jetzt bin ich schon mal losgelaufen, jetzt kann ich auch noch eine Viertelstunde weiterlaufen oder man sich dann auch irgendwann in der Übung verliert, also dass man tatsächlich einfach merkt, diese kleinen Schritte und jeden Tag ein bisschen mehr etwas anderes sind eben wichtig. Zudem tatsächlich eben einfach diese Gewohnheit, dass man eben etwas regelmäßig macht, dass man das vielleicht auch trackt, dass man das im Grunde aufschreibt, dass man das getan hat, was eben einen auch motiviert. Und ich fand das einfach großartig. Ich habe hier so viele Impulse rausgenommen und Gedanken und Beispiele und Ideen und ich war wirklich fasziniert von der Art, wie James Clear das erzählt, also wirklich auch mit tollen Beispielen und Gedanken dazu, nicht einfach nur irgendwas Theoretisches, sondern wirklich mit Beispielen, die eben aus der Praxis gewonnen sind und man sich da eben auch einfühlen kann. Also auch wenn ich weiß, ich werde nie Marathonläufer, fand ich das Beispiel aber einfach so greifbar und annehmbar und auch so umsetzbar in mein eigenes Leben. Und das hat James Clear großartig gemacht. Also sowohl das Hörbuch ist wirklich eine absolute Empfehlung, war toll gesprochen, als dann eben auch das echte Buch, wenn man eben tatsächlich mal dahinter blicken möchte und eben etwas verändern möchte und wie wirklich die Mechanismen in unserem Kopf funktionieren und warum Routinen eben nicht von heute auf morgen kommen und warum eine Routine für uns Menschen so wichtig ist und auch die Gewohnheit und vielleicht in diesem Jahr tatsächlich wichtiger als zuvor, denn ich habe hier wirklich auch viel mitgenommen, sei es meine Morgenroutine jetzt im Homeoffice, sei es eine noch intensivere Abendroutine, um eben einfach abzuschalten, um auch die Routine zwischen, ich gehe aus dem Homeoffice in mein Wohnzimmer, dass man da tatsächlich eben einfach Routinen braucht, Gewohnheiten braucht und natürlich auch, wenn man einfach andere Dinge anlernen möchte, sei es was Sportliches, sei es Ernährung, sei es eben einfach ein guter Vorsatz, die ja jetzt dann vielleicht auch zu Silvester immer mehr ausgesprochen werden. Also man findet hier so, so viel an Ideen, an Impulsen, an Gedanken, fand ich wirklich großartig. Wirklich ein Buch, was, finde ich, auch als Sachbuch verdient in meinem Highlight-Regal steht, weil es
ganz, ganz viel in meinem Kopf gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch ein Buch, zu dem man durchaus einmal im Jahr, alle 2 Jahre greift und einfach Dinge wieder auffrischt, einfach mal durchblättert und sich da Beispiele wieder rausnimmt. Und ja, für mich wirklich ein großartiges Buch in diesem Jahr, das mich sehr begeistert hat und auch nachhaltig gefesselt hat und auch die Impulse noch nachhaltig nachwirken. Und das war es jetzt auch schon, das 10. Türchen. Ich wünsche euch heute einen ganz tollen 10. Dezember. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wünsche euch einen schönen Tag und einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.